Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In dieser Folge der Smart Facts stelle ich dir den KNX-RF-Tastsensor von ZF vor. Der Vorteil bei diesem Tastsensor ist, dass er batterielos funktioniert. Das heißt, er arbeitet ähnlich wie die bekannten Innotion-Taster auf dem Energy-Harvesting-Prinzip. Energy-Harvesting, was heißt das in dem Fall? Die Energie für den Taster wird beim Betätigen des Tasters durch einen piezoelektrischen Effekt erzeugt und kann somit ohne Batterie stattfinden. Der Vorteil von batterielosen KNX-Tastern liegt natürlich auf der Hand, denn diese Platzierung des Tasters ist natürlich sehr flexibel und ich habe auch die Möglichkeit, an Stellen, wo ich gegebenenfalls kein Kabel ziehen kann, auch einen KNX-Sensor zu integrieren. Der Vorteil des Tastsensors im Vergleich zum eigentlich baugleichen Innotion-Taster ist, dass er kein Gateway benötigt, sondern ich habe einfach nur einen sogenannten Medienkoppler, den ich beispielsweise von ZF, von TAPCO, von MDT oder Weinziel beziehen kann. Des Weiteren spricht dieser Tastsensor direkt, also nativ KNX. Das heißt, ich habe auch dort keinerlei Probleme bei der Integration des Tasters. Wie schon gesagt, der Tastsensor arbeitet batterielos. Das bedarf bei der Integration oder bei der Inbetriebnahme des Tasters natürlich, dass ich eine Art Energiequelle zur Verfügung stelle. Das mache ich über den Programmieradapter. Der Programmieradapter wird ganz einfach auf den Tastsensor aufgesteckt und ab dem Moment kann dieser Taster über den Medienkoppler im System gefunden werden und wie ein ganz konventioneller Taster programmiert werden. Innerhalb der ETS lassen sich die Funktionen des Tasters beliebig ändern. Er kann zum Beispiel zwischen einem 2-, einem 4- oder einem 6-Kanal-Betrieb hin und her geschaltet werden. Jede Wippe kann somit als Paar oder auch jede Einzeltaste mit den gängigen Funktionen belegt werden und bietet somit eine ausreichende Flexibilität für einen Tastsensor. Zur Montage des Tasters im Schalterprogramm bietet sich das sogenannte EHAC-Montageset von Voltus an. Somit lässt sich der Taster in alle gängigen Schalterprogramme integrieren. Hier nochmal die Vorteile für dich zusammengefasst. Der Taster arbeitet batterielos nach dem Energy-Harvesting-Prinzip. Die Kommunikation läuft nativ auf KNX und benötigt kein Gateway. Mit dem EHAC-Montageset passt der Taster auch in fast alle gängigen Schalterprogramme. Der KNX-RF-Taster von ZF ist perfekt geeignet für den Nachrüstbereich oder zur Montage an Stellen, wo ich gegebenenfalls kein Kabel hinziehen kann. Wenn du Fragen hast zum Produkt, komm gerne auf uns zu, schreib uns eine E-Mail oder ruf uns einfach an.